hinter mir steht der neue Mercedes-AMG EQE 53 mit bis zu 680 PS. Wir sind hier in Stuttgart gerade auf dem Weg zurück zum Bahnhof. Ich würde sagen, wir nutzen die Zeit mal für so ein bisschen Autobahn-Action, Fragen klären zum EQE 53. Wir machen einmal kurz den Rundgang um das Auto. AMG 53 ist ein Elektroauto, also hier unten keine Endrohre, sondern Diffusor. Natürlich auch so einen kleinen Heckspoiler. Nicht zu vergessen, hinten die Felgen hier mit solchen Einsätzen, dass wir weniger Luftverwirbelung haben. Schauen wir uns den Wagen einmal noch schnell von vorne an, denn der AMG hat so einen angedeuteten Panamericana-Grill. Ihr seht das hier mit diesen Längsstreben, Digital Light, ganz viele Sensoren. Der Gio sitzt schon im Auto drin. Da ist er. Ich bin hyped. Gio ist hyped. EQE, Allrad. Kurzer Blick in den Innenraum. Wollt ihr mal ein bisschen Sound hören? Ja, mach mal einmal. Ah, warte. Scheiße. Einmal abschließen. Warte, das hört sich so an. Was ein Sound. Und das ist der Bewegungssound. Auch hier. Eieieiei. Auch die Ceramic. Ceramic. Brake. Keramikbremse hinten auch. Ja, zeig mal einmal, wenn du einlenkst. Hinterachslenkung hat er natürlich auch. Für einen kleineren Wendekreis. Also hier haben wir das durchgezogene Leuchtenband. Mach mal einmal aus, das Auto. Und dann Kofferraum auf. In der Tür. Kofferraum öffnet. Ihr seht, wir haben gedreht. Kofferraum ist voll. Hier leider nur diese kleine Klappe. Der EQS hat ja die große. Wir haben ein kleines Problem, muss ich an der Stelle sagen. Wir haben ein bisschen Zeitprobleme, denn um 17.51 Uhr fährt der Zug. Wir müssen jetzt ins Auto. Let's go. Es ist dunkel hier drin. Wir haben kein Panoramadach, schwarze Sitze und alles. So, wir starten das Auto jetzt hier. Hyperscreen ist schon teilweise aktiviert. Und damit würde ich sagen, lege ich hier mal einen Gang ein. Und auf geht es zum Stuttgarter Hauptbahnhof. Im MUX haben wir die Route schon angegeben. Das ist halt wirklich krass, ne? Wie riesig dieser Screen einfach ist. Das ist auch so und jetzt geil. Mit dieser AR-Funktion, ich habe das im GLC-Video schon gesagt, feiere ich hart. Aber hier auf diesem Hyperscreen ist das einfach auch nochmal eine andere Dimension. Wird es einfach nochmal größer, weil der Screen einfach viel, viel größer ist. Ich mache hier mal einmal Musik so ein bisschen aus. Und ich zeige mal kurz, dass ich hier mein Bildschirm habe. Und den jetzt auch irgendwie anmachen kann. Und der ist an. Das ist wirklich, also das ist krass. Und ich mache meinen Lieblingsmodus an. Das ist nämlich das hier. Dann sehe ich einfach so, habe ich so ein, zwei Daten. Temperatur rechts, links, finde ich ganz geil. Und dann nochmal kW und Newtonmeter auf der linken Seite. Und da sehe ich auch, wie viel Power er hier gibt. Beziehungsweise ob er Charge oder Power gibt. Das kurz zu meinem Part als Beifahrer. Ja. Heute haben wir eine sehr wichtige Beifahrersituation, weil ich hatte auf Insta gefragt, was ihr so wissen wollt zu dem Auto. Vielleicht können wir so ein paar Fragen, ich bin da mal eben durchgegangen, so alles was Rückbank angeht, vielleicht kriegen wir das gleich noch hin, weiß ich jetzt nicht, weil wir sind tatsächlich so ein bisschen in a hurry, um ehrlich zu sein, 17.40 Uhr und 17.51 Uhr fährt der Zug und den müssen wir schon bekommen. Das heißt, wir haben jetzt einfach so ein bisschen Zeit und die nutzen wir jetzt mit euch. Haben wir irgendwelche Fragen, die man so klären kann, bevor wir auf der Autobahn sind, oder sind das tatsächlich hauptsächlich so Autobahnfragen? Oh Junge, du hast echt viele Fragen. Also wie viel PS, wie ist die Höchstgeschwindigkeit, Sound, Feeling im E43? Würde man sagen, wie viel PS, hattest du schon gesagt? Ganz am Anfang, also Peak sind 680 PS tatsächlich. Okay, sehr nice. Oder 682, 83, irgendwie sowas, aber an ein paar PS muss man sich jetzt nicht aufhängen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch die kW sind. Blende ich ein an der Stelle. Aber wie fühlt es sich an? Wir haben eben so 0-100 kurz mal gemacht. Ich würde sagen, den blenden wir an dieser Stelle einmal ein. Denn da kommt vieles rüber, was man jetzt so vielleicht sagen kann. Aber die Emotionen sprechen einfach eine andere Sprache. Zuerst schalten wir den Fahrmodus Sport Plus. Gang ist eingelegt, Bremse drücken, Gaspedal, Race starten. Eieieiei. Halleluja! Was ging denn hier gerade für eine Party los? 3,3 Sekunden? What the fuck? So, wir sind kurz vor der Autobahnauffahrt. Ich meine, so ein paar Fragen waren da zum Thema Beschleunigung und so, ne? Yes. Und wo kann man die besser testen als hier? Wir sind noch im Komfortmodus. So, ich mache jetzt hier direkt schon mal Sport Plus an. Und jetzt haben wir auch einen Sound. Vor uns ein RS6. Denkst du, was ich denke?
Aber das machen wir jetzt nicht. Die Autobahn ist zwar tatsächlich recht frei, würde ich fast sagen. Aber der Sound gerade, was sagst du zu dem Sound? Er ist schon krass elektrisch. Also man hört schon, dass das einfach so ein synthetischer Sound ist. Also fühlt sich halt wie in so einem... Machst du es einmal noch bitte? Ich finde das echt geil. Warte, jetzt ist vor uns zu wenig Platz in so ein langsames Auto mit nur 600 PS aus einem 4 Liter V8. Aber das Schöne ist ja an diesem Elektroauto, du machst einmal so und der Scipione weiß gar nicht, was er tun soll. Weißt du, was ich persönlich krass finde an diesen Dingern? Wir sind gerade losgefahren und der ist theoretisch kalt. Also ja, nee, also ja, du musst hier nicht warm fahren. Ne? Also auch ein großer Vorteil. Ich muss ja auch sagen, also ich hatte nie so krasse Bedenken gegenüber Elektroautos. Aber je mehr ich Elektroautos fahre, und damit meine ich jetzt nicht nur solche High-Performance-Cars, was der EQE 53 ja schon ist, sondern auch so ganz normale Elektroautos oder auch der GLC mit dem Hybrid, den bin ich fast nur elektrisch gefahren. Das ist einfach so entspanntes Reisen. Das, also wenn ich in meinem normalen Diesel da sitze und da durchgeschüttelt werde oder an der Ampel stehe und dann einfach das einfach merke, das ist so, so viel entspannter in so einem Elektroauto. Das ist krass. Also ich ertappe mich dabei, dass je öfter ich Elektroautos fahre, es immer mehr mag. Gibt es irgendwelche Fragen zu Assistenzsystemen? Sind intelligente Warnsysteme vorhanden? Man of Mystery 3.3. Tatsächlich schon. Also der RS6 da vorne, der will schon... Ja, egal. Wir lassen uns hier nicht provozieren. Wir haben zwar einen Wolf im Schafspelz, würde ich sagen, aber die Frage von Man of Mystery 3.3, Assistenzsysteme, ja, hat er tatsächlich sehr viele. Wir haben ja auch so einen Autopiloten, den aktivieren wir über den ACC, also ne, das ist ja der Tempomat, Abstandstempomat etc. Und zwar am Lenkrad unten rechts, wir haben ja dieses AMG-Lenkrad, ne, hier unten seht ihr das, wenn wir hier auf Set drücken, dann aktivieren wir den Pilot Assist, der ist jetzt hier eingestellt auf 128 km/h, da vorne seht ihr das. Und man kann in 10er Schritten nach oben gehen, indem man einmal auf die Set-Taste Plus klickt, beziehungsweise halt 10er Schritten runtergehen, wenn man jetzt auf Set Minus klickt. Aber man kann auch ganz normal in 1er Schritten, indem man hier so slidet. Es ist noch kein autonomes Fahren Level 3, wie das im EQS oder der S-Klasse möglich ist, aber grundsätzlich kann der Wagen dann hier fahren. So, und jetzt kann ich ihm auch sagen, eine V140, V150, der beschleunigt dann halt hoch, sagt jetzt gerade, ne, bitte Hände ans Lenkrad, das heißt, die Hände kann man noch nicht vom Lenkrad wegnehmen, aber sonst macht der Wagen hier eigentlich alles alleine, weil auf dem Weg heute Morgen, da ist eigentlich nur das Auto gefahren. Ich war einfach noch so wasted, wir sind glaube ich um 7.30 Uhr los, es ist einfach nicht meine Zeit, da habe ich das Auto fahren lassen, der kriegt ja schon am schlauesten Hände an. Was gab es denn noch? Langstreckentauglich auch mit 4 Personen. Also wir waren ja heute Morgen unterwegs und heute locker 200 Kilometer. Also 400 haben wir locker jetzt gemacht. Ja. Insgesamt. Ja. Und ich finde es ultra bequem. Ich habe gerade schon gesagt, so Elektroautoreisen finde ich sowieso noch mal entspannter als Verbrennerautoreisen. Ich finde die Sitze hier sehr, sehr bequem. Ich hatte auf der Hinfahrt die Massagefunktion durchgehend an. Wenn du mal so nach hinten filmst, ist es schon sehr, sehr bequem da hinten. Ich kann mal so Splitscreen-mäßig einblenden, wie ich mit meinen 1,95 da hinten sitze. Hinter mir selber, also der Stuhl war, oder der Fahrersitz war auf mich selber eingestellt. Aber es ist schon sehr, sehr bequem hier. Ne? Also wir haben hier sowohl Sitzheizung, Sitzbelüftung, Massagefunktion, alles Mögliche vorhanden. Ich kann mir vorstellen, dass die Frage auch auf Reichweite und so abgezielt ist. Kannst du das bei dir am Screen zeigen? Also einmal... Warte mal, jetzt habe ich mich vertippt. Es muss so auf Performance, genau, da war ich schon. Genau, Energy Flow. So, wir haben 90% Akkukapazität und noch eine Restreichweite von 318 Kilometern. Wir sind halt gerade schon ein bisschen schneller gefahren auf der Strecke hierhin. Ihr seht das an dem Verbrauch von 30,7. Also die 30,7 Kilowattstunden sind definitiv kein vergleichbarer Wert. Das liegt an meiner aktuellen Fahrweise und der letzten Fahrweise. Aber es sind auf jeden Fall so um die 400 Kilometer in diesem Wagen unmöglich. Es ist zwar ganz geil, dass wir so eine hohe Mittelkonsole haben und das ist auch für die Armablage extrem entspannt. Ne, auch, dass man hier so die ganzen Sachen ablegen kann. Und es ist echt brutal viel Platz. Es ist echt brutal viel Platz. Platztechnisch sieht es so aus hier bei uns. Hier unten haben wir auch enorm viel Platz. Ja. Und hier ist halt auch nochmal Platz drin. Ne? Also platztechnisch ist das hier fast wie in so einem Familienvan. Wir haben hier wieder dieses Zero-Layer-System drin, dieses neue. So, du hast halt groß immer die Navigationskarte und dann je nachdem, was du haben willst, sind einzelne Kacheln da. Für Medieneinstellungen haben wir eine Kachel,
Handy ist verbunden, haben wir eine Kachel, Navigation haben wir in der Kachel, grundsätzlich aber immer so die Navigation. Und das ist ja eigentlich auch das, was man am ehesten braucht. Also qualitativ ist es ist ein absolutes Luxusauto, ne? Also, ja, ist es halt auch, ne? Hier so dieses Leder in Braun, gefällt mir halt gut. Was haben wir noch für Fragen? Es gab tatsächlich nur Fragen bezüglich V-Max, V-Max 0-100. Ich meine, der hat eine V-Max von 260, oder? Soll ich mal googeln? Gucken wir mal, was der für eine V-Max hat. Wir sind heute Vormittag, hatten wir einmal 220, ne? Und die hat er auch sehr schnell erreicht. So, Topspeed ist bei 220 bzw. 250 erreicht. Wenn man das AMG Performance Package dazu bucht? Weiter wird nicht beschrieben. Ah, okay. Aber ich schätze mal, vielleicht auch Ladekapazität, also Lade, also ja, so, Akkustand. Akkustand bezogen, ja. Na gut, aber wir hatten heute Morgen fast einen vollen Akku, ne? Deswegen passt das. Also wir hatten, es hat sich wirklich auch gut angefühlt, dieses 200. Also ich finde, ich sitze ein bisschen hoch, das muss ich schon sagen. Also ich bin kein Profi, aber ich würde jetzt sagen, halt, es liegt da einfach an den Akkus, dass du die halt unter dir hast. Und ohne Wobei ich glaube, ich habe da auch einfach, was für mich hoch ist, ist für andere schon tief. Das Problem liegt ist, auch einfach daran, weil ich 1,95 groß bin. Richtig, weil, also ich finde persönlich, ich sitze auch noch zu hoch, hundertprozentig, auch wenn ich klein bin. Aber ich verstehe, was du meinst. Leute, wir können was austesten. Die Bahn ist gerade sehr frei. Und eine Frage ist, was ist so drin? Wir sind immer noch im Sport Plus Modus. Wir lassen uns runter rekuperieren. Ja. Und dann 150, 160, 170, 190, 200, 210, 220, 230, 240. Und jetzt ist 245 erreicht und da ist er tatsächlich gedrosselt. Wir fahren mit 20% Leistung. Ja, 245. Damit ist tatsächlich die Frage geklärt. Ich gehe hier mal in den Rekuperationsmodus, Strong Recuperation, um die ganze Energie, die wir jetzt gerade rausgeschossen haben, halbwegs wieder zurück in den Akku zu bringen. Und der geht stark runter. 70, 170, 160, 150, 140, 130, 120. Krass. Und das ging jetzt nur durch Rekuperation, ne? Fahrgefühl war gerade ultra sicher, muss ich sagen. Die Bahn war halt auch leer wie sonst was. Musste man jetzt einfach mal nutzen. Da hatte ich andere Autos bei den Geschwindigkeiten, wo ich mir so dachte, hoi. Aber ich hatte das Gefühl gerade nicht. Aber spürt man 680 PS? Ich fand's, es klingt jetzt echt blöd, aber dieses 0-100 kickt krass. Ja, aber das 100, 200, es macht ja schnell, gar keine Frage. Also den Punch hast du bei 0 auf 100 und den hast du halt wirklich krass, wenn du diesen Race-Start machst. Wir haben es gerade gesehen. Was hast du dich immer gefragt als ein EQE? Wir wussten ja schon ein bisschen länger, dass wir einen EQE fahren. Was ich ein bisschen schade finde, ist Kofferraum, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil der EQS hat ja diese groß öffnende Kofferraumklappe, wo man einfach ja, das, viel einfacher wo die Heckscheibe Auto, mit hochgeht. Genau. Und dieser hier hat quasi so eine klassische Limousinen-Heckklappe. Finde ich schade. Also wir haben 6 Minuten aufgeholt. Vielleicht können wir uns noch ein Brötchen am Bahnhof holen. Melden uns gleich bei euch wieder. So Leute, da sind wir wieder. Wie ihr vielleicht sehen könnt, so rechts und links in der Innenstadt von Stuttgart vor uns ist die Landesbank Baden-Württemberg. Da müssen wir hin, da ist nämlich der Bahnhof, da geben wir das Auto jetzt gleich wieder ab. Nach etwas längerer Fahrt müssen wir gerade doch feststellen, dass die gemütliche Sitzkomfortsituation, die wir am Anfang hatten, sich etwas gewandelt hat und wir beide gerade sagen, wir sind schon irgendwie froh, wenn wir gleich aufstehen können. Vielleicht haben wir auch einfach nur falsch gesessen, aber irgendwie so rückentechnisch. Weißt du, was die bequemsten Sitze, die habe ich schon gesagt. Die bequemsten Sitze, die ich bislang hatte, waren die Schalensitze im BMW M5 CS. Und das waren die härtesten Sitze im Jahr. Das waren die härtesten Sitze, glaube ich, in denen ich gesessen habe. Aber das waren auch die besten. Eben, ne? Ah, hier rechts. Hier rechts? Ja, hier rechts. Oh, fuck. Das kriege ich nicht hin. Das kriege ich nicht hin. Dabei hätten wir so einen kleinen Wendekreis aufgrund der Allradlenkung, die dieses Auto hat. Hast du sowas von geschafft? Ja, aber hinter uns ist auch die Polizei und so. Das ist so
ein kleiner Wendekreis. Ich musste nicht mal auf die äußere Spur. Ich konnte einfach auf die mittlere. Ja, das ist krass. Das ist krass. Das für so ein Schiff, ein Auto. Also ihr seht, wir sind gerade mal wieder ein bisschen am Struggeln und wir schauen mal, wie wir jetzt am schnellsten hinkommen. Deswegen, das wollte ich nur mal kurz sagen. Wendekreis haben wir hier stadttechnisch auf jeden Fall, obwohl das Auto riesig groß ist, in sehr, sehr kleinen, kommen sehr gut in der Stadt klar, weil wir eben die Allradlenkung haben. Es geht weiter. So, da fährt der Wagen jetzt weg. Wir müssen jetzt in Richtung Bahnhof hier runter gehen irgendwo. Okay, zweiter Versuch, weil irgendwie hat es gerade abgebrochen. Abschließendes Fazit zum EQE 53. Also wir haben ja gerade so doch nochmal festgestellt, dass Sitze noch nicht ganz so bequem waren. Punch ist aber schon krass. Vor allem 0-100. Vor allem 0-100, das ist absolute Ekstase. Ab 150 geht er halt ordentlich vorwärts. Du merkst es aber halt kaum noch, weil es ist... Der Punch ist halt weg dann. Der Punch ist weg, es geht einfach nur krass vorwärts. Da wäre sowas wie tatsächlicher Motorsound. Das macht das Auto dann schnell. Ja. Weil das ist einfach, woran du dann festmachst, dass der auch schnell ist. Aber summa summarum hat die Fahrt schon Bock gemacht. Sound in der Karre war krass. Party gemacht. Ja, das stimmt schon. Also so konnte man den Stau schon so einigermaßen irgendwie überstehen. Und ja, nichtsdestotrotz war es einfach nur so ein ganz, ganz kurzer Überblick über das Fahrzeug, weil wir mit dem eben halt vom Dreh hier zum Bahnhof gefahren sind. Wenn wir mal ein ausführliches Video mit dem EQE 53 machen sollen, auch mal ein paar Daten aufbereiten und ein bisschen Rückbank und so, wie ihr es kennt, ne? So ein bisschen ausführlicher, das war jetzt wirklich nur sehr, sehr vielleicht spontan. Auch mal so ein paar Wasserkästen, Bierkästen. Wasserkästen, Bierkästen, das waren ein paar Fragen, ne? Wie viele Wasserkisten passen in den Kofferraum? Würde ich gerne testen, aber hatten wir jetzt halt leider einfach keine Zeit und auch keine Kapazität zu. Also wenn wir das mal machen sollen, schreibt das unten mal in die Kommentare. Ich fände es auf jeden Fall cool. Dann würden wir mal schauen, dass wir so einen Wagen als Testwagen bekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, auch wenn es sehr kurz war, Daumen hoch, Kanal abonnieren, checkt den Insta-Kanal und Geo ab. Ne, packe ich unten in die Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Ciao.